vor versammelter Mannschaft musste jeder einzelne Spieler zu mir kommen. Ich habe ihm dann seine persönliche Playercard gegeben und er musste laut sein Hashtag und seine Charaktereigenschaften vorlesen. Ja, ich glaube, es war damals so eine Zeit, als dann auch noch der Andi Möller kam. Also Schwalben waren damals sehr präsent. Dadurch, dass die Dortmunder so, für die das Thema immer noch so präsent ist. Aber ich sehe es nicht so dramatisch, dass ich ihn wegen dieser einen Szene deutsche Meisterschaft gekostet habe. Wer war denn der Bessere? Wer war denn der Kanonengewinner am Ende? Also ich glaube, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das kann nur der aus der DJK Geldern gewesen sein. Ja. Servus und hallo zusammen zu einer neuen Folge von Abseitsgespräche, dem Fußballpodcast der Mainpost. Mein Name ist Lukas Eisenhut, ich bin Sportredakteur hier bei der Mainpost. Ihr kennt mich vielleicht aus der ersten Staffel schon, der zur aktuellen Stunde sehr leidende Schalke-Fan, der die Hoffnung nicht aufgibt, aber alles wird gut. Ich sitze hier heute mit Christian Wück, seines Zeichens U17-Nationaltrainer, Weltmeistertrainer, Europameistertrainer. Christian Wück, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben uns das letzte Mal gesehen in Gähnheim beim Empfang nach dem Titel. Wie ist es Ihnen denn seither ergangen? Ja, es ist natürlich seitdem unheimlich viel los. Ich meine, man merkt, dass so ein Europameister- und ein Weltmeistertitel was Außergewöhnliches war und dass da natürlich sehr viele Medien, sehr viele Menschen auf einen zukommen, um einfach über diese Zeit zu reden, über diese Titel zu reden. Und von daher ist es sehr viel, was ich im Moment zu tun habe. Dann würde ich sagen, versuche ich mal zumindest ein bisschen zur Beruhigung der Nerven beizutragen. Es gibt einen Kaffee. Wir haben 39 Tassen auf dem Tisch stehen. Alle Erstliga- und Zweitliga-Vereine. Schalke stand jetzt auch noch dazu gehört. Mal gucken, ob wir da nächstes Jahr was dran ändern müssen. Und wir haben natürlich unsere Local Heroes, Kickers, WFV, Schweinfurt. Für welche Tasse würden Sie sich denn entscheiden? Meine Karriere hat beim Club angefangen, von daher würde ich den Club nehmen. Dann gibt's den Kaffee in die Clubtasse. So, ich habe gerade schon erfahren, dass Milch rein soll, das machen wir auch mal schnell. Ja, wie ich habe es gerade schon angesprochen, Gähnheim, den Abend, das Dorf war im Ausnahmezustand, kann man, glaube ich, sagen. Vielen Dank. Bitteschön. Wie sieht es denn aus im Dorf? Hat sich das Dorf wieder beruhigt oder ist die Stimmung immer noch? Ja, natürlich hat sich das Dorf wieder beruhigt. Ich glaube, es war auch für die ganzen Menschen dort was Schönes, was Außergewöhnliches, weil nochmal nicht nur für mich, auch für die ganzen Spieler. Es war was sehr Außergewöhnliches, vielleicht sogar was Einmaliges, was wir da erreicht haben. Und mich persönlich hat es sehr stolz gemacht, dass da extra ein Empfang oder ein Abend abgehalten wurde, wo ich nochmal so ein bisschen einen Einblick geben durfte in die Arbeitsweise, wie wir versucht haben, eben diesen Europameistertitel und Weltmeistertitel zu erreichen. Und das Feedback war auch sehr, sehr positiv danach. Ja, Sie sprechen es gerade schon an, haben einen kleinen Vortrag gehalten. Vielleicht können Sie ein, zwei Sachen nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer erzählen, wie das war vor Ort. Die Stimmung gerade, wie man so einen Zusammenhalt hinbekommen hat? Es war ein Prozess, über 3 Jahre im Grunde genommen gedauert hat. Wir arbeiten beim DFB im U-Bereich insgesamt in einem 3-Jahres-Zyklus. Das heißt, ich übernehme einen Jahrgang für ungefähr 3 Jahre. So war es auch mit dem Jahrgang 2006. Ich habe in der U15 angefangen, eben bis zu U17. Und da habe ich versucht, so ein bisschen den Weg aufzuzeigen, die Meilensteine aufzuzeigen, die für mich relevant waren, damit die Mannschaft diese Entwicklung gemacht hat, die sie dann im Endeffekt auch zum Titel gebracht hat. Da war die Rede dann auch von der Panther-Mentality. Genau. Das hat euch schon nochmal, das war ein kleiner Trick schon nochmal, um die Mannschaft noch enger zusammenzuschweißen, als sie vielleicht sowieso schon war, oder? Ja, es war wir wollten eine Teamidentität aufbauen und die Teamidentität wollten wir nicht vorgeben, sondern wir wollten, dass die Spieler selbst schauen, wofür sie eigentlich stehen wollten und wie sie in Deutschland wahrgenommen werden wollten als U-Nationalspieler im Ausland gegen ausländische Nationalteams zu spielen, um eben Deutschland zu vertreten. Und ich glaube, da war es einfach wichtig, dass die Jungs sich selbst Gedanken drüber gemacht haben und von uns nicht viel vorgegeben wurde.
Jetzt läuft unsere Folge ja so ein bisschen unter dem Motto, sind Sie eigentlich manchmal ein bisschen mehr Papa als Fußballtrainer? Daher die Frage, wie ist denn so ein Binnenverhältnis zu den Spielern dann? Wie schafft man es, da eine vernünftige Mischung zu finden? Die Jungs sind alle jung, sind Jugendliche. Wie schafft man es da, die richtige Mischung zu finden aus persönlicher Ansprache und Ansprache aus Trainersicht? Ich glaube, das ist das, was in diesem Bereich mit das Wichtigste ist. Wir wollten Vertrauen aufbauen. Wir wollten, dass die Spieler uns vertrauen. Wir wollten den Spieler aber auch sehr viel Vertrauen geben. Und da muss man jeden Spieler individuell betrachten. Jede Ansprache an die Spieler war individuell. Und der eine macht eine schnelle Entwicklung, der andere braucht vielleicht ein bisschen länger. Und das war dieser Punkt, der uns in diesem Jahrgang sehr, sehr gut gelungen ist, weil wir es wirklich hinbekommen haben, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen in der Entwicklung von 15- bis 17-jährigen Spielern, die mir bisher auch noch nicht gelungen ist. Und ich arbeite seit 12 Jahren mittlerweile beim DFB, habe auch so lange gebraucht, um vielleicht diese Entwicklung selbst persönlich zu machen. Aber wenn die Bestätigung jetzt mit diesen 2 Titeln und dem Feedback der Spieler so ist, wie sie jetzt ist, dann merkt man schon, dass die Herangehensweise sowohl sportlich als eben auch menschlich nicht so schlecht hat sein können. Ja, man hat es ja gesehen, es ist gut gelaufen. Jetzt haben Sie gerade angesprochen, Sie haben auch persönlichen Entwicklungen durchgemacht. An was merken Sie das? Wie würden Sie das beschreiben? Ich glaube, es sind die Erfahrungen, die man sammelt. Die Erfahrungen mit den ganzen Trainergesprächen, mit den Kollegen in den U-Teams, mit den Kollegen beim DFB im weiblichen Bereich, im männlichen Bereich, mit den Kollegen aus den anderen Nationen. Da gibt es immer wieder Gespräche, die hängen bleiben. Und ein Gespräch zum Beispiel mit einem englischen Nationaltrainer, der mir gesagt hat, dass sie die Ausbildung in Deutschland so wertschätzen, weil wir so viele Spieler hervorbringen, die auf ganz unterschiedlichen Positionen spielen können. Und das Komische ist, und das habe ich ihm dann auch so erzählt, dass wir die Engländer dafür wertschätzen, dass sie so viele Spieler auf einzelnen Positionen hervorbringen, die auf ihren Positionen eben perfekt sind. Dazu gehörte damals, das war der 2000er Jahrgang, ein Jadon Sancho, ein Phil Foden, die herausragend waren auf ihren Positionen. Und da sieht man mal, wie unterschiedlich die Blickwinkel und die Sichtweisen sind. Mhm. Und aus diesen Gesprächen kann ich ganz viel rausziehen, was gut für mich, für meine Entwicklung ist, wo ich vielleicht aber auch sage, nee, das sehe ich jetzt komplett anders. Aber das ist für eine persönliche Entwicklung einfach unheimlich wertvoll. Ja, apropos persönliche Entwicklung. Es ist ja, oder man hört öfter mal, dass junge Spieler vielleicht zu früh irgendwie bei ihren Vereinen durchstarten, dann so ein bisschen dazu tendieren, die Bodenhaftung zu verlieren, sage ich mal. Wie ist denn dann die Ansprache, wenn Sie solche Jungs haben, wo Sie merken, okay, die sind gerade drehen gerade ein bisschen frei sozusagen. Wahrscheinlich ist es individuell, aber was sind denn da Tricks und Kniffe, wo man sagen kann, Junge, das und das, hier und da ein bisschen Vorsicht? Ich glaube, es ist da auch schwer, was Generelles dazu zu sagen. Ich glaube, dieses Vertrauen ist einfach wichtig. Und ich habe mit Ansgar Brinkmann zusammengespielt. Ich habe mit anderen Spielern zusammengespielt, die vielleicht nicht ganz in das Korsett Fußball-Bundesliga gepasst haben. Aber genau diese Spieler sind ja die Spiele entscheiden können und die wichtig sind für eine Mannschaft. Und ich hatte jetzt auch solche Spieler im Team, in der Mannschaft. Und wir wollten keinen einzigen Spieler charakterlich verändern. Wir wollten die Stärken eines jeden einzelnen Spielers für uns in der Mannschaft wertvoll machen. Und da ist es einfach wichtig, dass die Spieler merken, dass sie in gewissen Rahmen sich bewegen dürfen, da auch komplett frei sind. Aber natürlich gibt es Regeln, vor allen Dingen bei einer Nationalmannschaft. Nochmal, wir vertreten das Land Deutschland im Ausland, wir vertreten eine ganze Nation. Mhm. Und dieser Verantwortung müssen sie sich bewusst sein. Aber ich möchte keinen einzelnen Spieler verändern in seiner Entwicklung, in seiner Persönlichkeit. Aber ich will ihn begleiten, dass er sein Bestes aus sich rausholt. Für uns als Team, für uns als Nation. Ist es denn so, dass die oder dass die mit weniger Disziplin sind, zufällig immer die sind, die besonders gut sind? Oder
Ich glaube, das hat nichts mit Disziplin zu tun. Ich glaube, es gibt einfach, und das ist auch ganz normal, dass ein 16-, 17-Jähriger seine Grenzen ausloten möchte. Ja. Und ich möchte den Jungs keine Vorschriften machen, aber ich möchte ihnen bewusst machen, was es vielleicht heißt, in Indonesien aus dem Hotel rauszugehen und auf der Straße was zu essen. Ja. Was mit Sicherheit gut gehen kann, aber es kann genauso gut eben nicht gut gehen. Und dann kann er das nächste Spiel bei einer Weltmeisterschaft halt nicht spielen. Und, ja, und da ist es einfach so, ich habe den Spielern keine Vorgaben gemacht, dass sie das Hotel nicht verlassen dürfen. Aber ich habe ihnen schon gesagt, was passieren kann, wenn sie sich vielleicht das ein oder andere gönnen auf der Straße. Mhm. Und da toi toi toi, die Jungs haben sich da wirklich zusammengerissen. Und wir hatten fast keine Ausfälle in der Hinsicht. Ja, der Teamgeist war sowas, was auch besonders positiv von außen oder nach außen einem aufgefallen ist, dem Fan. Nehmen Sie uns gerne mal so ein bisschen mit in vielleicht so einen klassischen Termin, so ein Abendessen oder so. Sind das wirklich, das hatte man gerade bei dem Jahrgang jetzt den Eindruck, das ist ja im Prinzip, da sitzen ja nicht nur Mannschaftskollegen, da saßen ja Kumpels, Freunde, die richtig Bock hatten, miteinander zu zocken, oder? Wo der eine für den anderen auch jeden Meter gemacht hat und gejubelt hat und dem anderen alles gegönnt hat. Genau. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Geheimnis, dass wir es hinbekommen haben, innerhalb dieser 2,5, 3 Jahre ein Team zu formen, das durch dick und dünn gegangen ist. Und wir hatten sehr viele Widerstände, die wir überwinden mussten. Hört sich immer so lapidar an, aber bei diesem Jahrgang war es wirklich so, dass wir sehr oft im Hintertreffen geraten sind. Wir haben eine rote Karte bekommen bei der Europameisterschaft im Viertelfinale gegen die Schweiz nach einer Viertelstunde. Ja. Und haben trotzdem noch an uns geglaubt. Und das ist eine Sache, die können wir oder die müssen wir den Jungs vorleben. Mhm. Aber umsetzen können es nur die Jungs. Ja, das sagten sie damals. Wir hatten telefoniert nach der Europameisterschaft, nach dem Titelgewinn. Und da sagten sie damals, dass gerade das Spiel gegen die Schweiz eigentlich das war, was ihnen am meisten in Erinnerung bleibt. Gar nicht mal das Finale, sondern diese Leistung in Unterzahl so lange und dann am Ende das noch nach Hause zu holen. Ne? Genau. Ja. Gab es denn auch Fälle, wo man versucht hat, oder wo sie versucht haben, mit einem jungen Spieler auf eine Ebene zu kommen, ihn vielleicht in eine gewisse Richtung zu lenken und der war sozusagen unbelehrbar und es hat einfach nicht funktioniert und ist dann verpufft, gescheitert so ein bisschen? Es gab einen Fall vor dem Halbfinale der Weltmeisterschaft, wo ein Spieler sich verletzt abgemeldet hatte, weil er gemerkt hat, dass er nicht von Anfang an spielt. Und ich dann mit ihm gesprochen hatte in einem Vier-Augen-Gespräch und ich schon gemerkt habe, dass er so enttäuscht ist, eben nicht in der Anfangsformation zu stehen und dass ich nicht wirklich an ihn drangekommen bin. Und ich habe dann den Jungen ins Bett geschickt und habe ihm aber mit den Worten ins Bett geschickt, dass ich davon überzeugt bin, dass wir ihn im Finale noch brauchen werden und dass wir ihn jetzt im Halbfinale eben nicht einsetzen können. Aber ich hoffe, dass er eben bis dahin noch wieder fit wird und dass er eben ein wichtiger Teil der Mannschaft ist. Ich habe direkt danach die 3 Mannschaftskapitäne geholt und habe ihnen gesagt, dass ich an den Spieler nicht mehr rankomme. Und dass dieses Vertrauensverhältnis jetzt so gestört ist wegen diesem Vorfall im Training, dass ich an meine Grenzen stoße und dass sie jetzt als Teamkapitäne schauen müssen, dass wir den Ganzen nicht verlieren, den Spieler. Weil ich der Überzeugung eben war, zu 100% der Überzeugung war, dass wir ihn spätestens im Finale wieder brauchen werden. Ja. Und das ist auch ein Bestandteil eines Teamprozesses, dass die Spieler intern viele Sachen regeln können, ohne vielleicht die Trainer mit einzubeziehen. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay Jungs, passt auf, ich bin raus, ich komme nicht mehr an ihn ran. Im Moment macht er zu, weil er einfach zu enttäuscht ist. Ja. Aber ihr müsst ihn wieder zurückholen und ihr müsst ihm klar machen, dass er wichtig für uns ist, für das Team. Und der Spieler hat es im Finale dann so weit hinbekommen, dass er uns zur Weltmeisterschaft geschossen hat. Ja, das hätte schlechter laufen können, würde ich sagen. Was mich total beeindruckt hat in Ihrem Vortrag, was ich super cool fand, war die Idee mit den Player Cards. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Kurz als Erklärung, das waren auf jeden Spieler personalisierte Karten mit einem Hashtag, den
Also der den Spieler zusammengefasst hat oder die besonderen Stärken des Spielers zusammengefasst hat zu einem Wort sozusagen. Und dann gab es noch verschiedene, drei Punkte waren es, glaube ich. Drei Charaktereigenschaften. Drei Charaktereigenschaften, genau, die diesen Spieler auszeichnen. Und das war eine Idee, oder das war was, wo ich in dem Vortrag gedacht habe, dass genau die Ansprache, klar, ich kenne es selber, FIFA Ultimate Team und so mit Fußball-Trading-Card-Spiele, wo es, das war genau die richtige Ansprache. Wie ist denn das? Wie ist denn die Idee entstanden? Wie war denn da die Genese hinter? Die Idee ist dahin entstanden, dass wir natürlich gemerkt haben, wie die Jungs sich untereinander unterhalten. Und da gab es eine Phase, da haben sie sich eigentlich nur in Hashtags unterhalten. Und da wollten wir irgendwie mit draufspringen auf diese Entwicklung. Aber der Knackpunkt war eigentlich der, dass wir haben im Trainerteam eine Psychologin, die auch seit 2,5 Jahren mit uns arbeitet, mit den Spielern arbeitet, um diesen Teamprozess zu begleiten. Und sie kam irgendwann zu mir und hat mir gesagt, pass auf Christian, ich habe gerade mit 2 Spielern gesprochen und habe ihnen eine einfache Frage gestellt. Und zwar war die Frage, was glaubt ihr eigentlich, was der Cheftrainer von euch hält? Ja. Und beide haben unisono, unabhängig voneinander gesagt, oh, das wissen wir eigentlich gar nicht. Mhm. Und jetzt muss man trotzdem noch wissen, wir führen nach jedem Lehrgang Feedbackgespräche mit den Spielern. Ja. Entweder im Trainerteam mit dem einzelnen Spieler oder ich alleine mit den einzelnen Spielern, wo wir über die Spieler sprechen, über die Potenziale, über die Stärken, die sie haben, wie der Lehrgang abgelaufen ist, was wir vielleicht beachten müssen, worauf sie im Verein nochmal achten sollen. Mhm. Also aus meiner Sicht war klar, dass die Spieler eigentlich wissen, woran sie sind. Und ich war ein bisschen perplex, dass 2 Spieler eben so eine Aussage treffen. Und dann haben wir uns im Trainerteam zusammengesetzt, zusammen mit unserer Psychologin, und haben überlegt, wie wir solche Antworten ausschließen können. Und dann sind wir eben auf diese Playercards gekommen, mit diesem Hashtag, mit diesen Charaktereigenschaften. Das heißt, wir haben uns dann einen ganzen Tag Zeit genommen und haben für jeden einzelnen Spieler einen Hashtag entwickelt. Mhm. Und eben diese 3 Charaktereigenschaften, entweder auf dem Platz oder auch neben dem Platz, muss nichts mit Fußball zu tun gehabt haben, wo wir einfach nochmal ausdrücken wollten, was wir an jedem einzelnen Spieler so wertschätzen. Und das ist der eine Punkt, also so sind diese Playercards entstanden. Das für mich aber noch viel wichtigere ist, wie wir es den Jungs übergeben haben. Und das war vor unserer Qualifikationsrunde in der Türkei zur Europameisterschaft, wo wir einen Tag vor dem Spiel uns in der Kabine getroffen haben. Mhm. Und vor versammelter Mannschaft musste jeder einzelne Spieler zu mir kommen. Ich habe ihm dann seine persönliche Playercard gegeben und er musste laut sein Hashtag und seine Charaktereigenschaften vorlesen. Ja. Und so haben wir im Grunde genommen 2 Punkte abgeklärt. Wir haben dem Spieler individuell gesagt, was wir von ihm halten. Und der Spieler oder die Mannschaft hat mitbekommen, wieso der Spieler eigentlich bei uns im Team ist. Und ja, das ist, glaube ich, das kleine Geheimnis gewesen, weil viele Spieler machen sich natürlich über sich Gedanken, aber sie machen sich weniger Gedanken über ihre Mitspieler. Und so haben wir es hinbekommen, dass mal ein Spieler, der den Hashtag Alles-Richtig-Macher bekommen hat, mhm, von einigen Spielern in der Mannschaft auf einmal ganz anders angesehen wurde. Weil ja, sie auf einmal gemerkt haben, oh ja, das stimmt ja eigentlich, aber eigentlich haben wir ihn noch gar nicht so gesehen. Ja, kann ich mir vorstellen. Gerade das einfach selber nochmal gespiegelt zu bekommen, aber auch, dass nach außen hin klar wird, jeder hat hier seinen Platz, jeder hat seine Rolle und jeder hat... Ja, und wieso er ja hier ja ist. Weil natürlich ist es schon so, dass ein Spieler mit seinem Nebenmann im Verein am liebsten auch Nationalmannschaft spielen würde. Ja. Und da natürlich schon ein paar Fragezeichen waren, wieso jetzt der eingeladen wurde und nicht der aus meiner Mannschaft. Und so haben wir es hinbekommen, offen und transparent den Spielern zu sagen, du bist deswegen hier und du bist für die Mannschaft deswegen wichtig. Ja, jetzt habe ich mir noch eine Frage gestellt, die geht von den Jungs selbst ein bisschen weg. Wie guckt man als Trainer einer Nationalmannschaft, als Bundestrainer, wie guckt man Fußball? Können Sie noch einfach entspannt Fußball gucken oder guckt man direkt auf Formation, Taktik etc.? Also ich glaube, ich schaue anders Fußball als ein normaler Fan. Ja. Trotzdem entspannt, ja. Aber ich analysiere Spielsituationen, glaube ich, anders, wie es früher noch war, mhm, als ich selber noch in Anführungsstrichen Fan war. Ja. Also das ist mittlerweile ganz anders geworden, ja. Gibt es da Mannschaften, klar, Sie sind neutral als Bundestrainer, gibt es da Mannschaften, denen Sie besonders gerne zugucken beim Spielen? Nein.
Nein. Also da gibt es keine Präferenzen. Ich glaube, jede Mannschaft hat ihren eigenen Stil. Jeder Trainer hat einen eigenen Stil und es ist unheimlich interessant zu schauen, wie vielleicht vor allen Dingen während eines Spiels Maßnahmen eingeleitet werden, die von außen und wie sie dann von der Mannschaft umgesetzt werden, sowohl im Jugendbereich als auch im Herrenbereich. Apropos Jugendbereich, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Ich habe hier nämlich eine kleine Überraschung mitgebracht. So, das war unser Abseitspfiff. Der kommt immer, wenn sich hier jemand aus dem Abseits meldet. Ich habe eine kleine Sprachnachricht dabei, spiele Ihnen die jetzt einfach mal vor und wir schauen mal, was sich da so für Erinnerungen auftun. Ja, hallo lieber Christian. Zunächst mal vorneweg herzlichen Glückwunsch zu den beiden Titeln mit unserer U17-Nationalmannschaft, aber vor allem auch zum wirklich sensationell guten und ja, sehr extrem empathischen Interview, was du an demselben Abend noch im aktuellen Sportstudio gegeben hast. Aber jetzt mal zum Wesentlichen. Zu den Duellen in den, ich glaube, Mitte, Ende 80ern in der C- und B-Jugend zwischen dem SV Stammheim und deiner DJK Genheim. Wie war das dann mit den Meistertiteln und vor allem der Kampf um die Durchgekanone? Ja, freue mich auf deine Antwort und wünsche dir ganz, ganz liebe Grüße und weiterhin viel Erfolg und Gesundheit von der anderen Main-Seite aus Stammheim. Gruß, Dieter Wirsching. Der Dieter Wirsching. Genau, das war Dieter Wirsching. Seines Zeichens auch ehemaliger Torjäger in der Jugend. Ich habe gehört, es gab das ein oder andere Duell um die Torjägerkanone zwischen dem Gähnheimer Christian Wück und dem, was hat er gesagt, Tüngersheimer? War es Tüngersheim? Ich weiß es gar nicht. Stammheimer. Vom Stammheimer Dieter Wirsching. Wer war denn der Bessere? Wer war denn der Kanonengewinner am Ende? Also ich glaube, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das kann nur der aus der DJK Genheim gewesen sein. Ja. Ich kann mich ehrlich gesagt aber nicht mehr groß dran erinnern. Ich weiß, dass es immer sehr, sehr enge Duelle waren, dass es Highlight-Spiele waren. Aber es war für mich natürlich in Genheim eine unheimlich schöne Zeit damals, weil wir von der DJK Genheim dann eine Spielgemeinschaft gemacht haben mit Mühlhausen, mit Zeutzleben und da auch ganz viele Freundschaften entstanden sind. Und die Zeit war sehr, sehr erfolgreich. Wir haben unheimlich gerne Fußball gespielt. Wir waren fast immer erfolgreich in der C-Jugend und in der B-Jugend. Und ich bin dann nach dem ersten halben Jahr B-Jugend dann gewechselt zum FC Schweinfurt 05, um dann ein halbes Jahr später dann zum Club zu kommen. Aber die Zeit will ich natürlich nicht missen. Und die war für mich auch sehr, sehr prägend, weil ich glaube, ich mich da auch charakterlich sehr entwickelt habe. Ja, genau. An dem Abend in Genheim hat man es ja auch merken können, wie sehr sie noch verbunden sind einfach mit dem Heimatdorf. Und jetzt sind sie ja 50, sie machen ja sozusagen 50% aller Ehrenmitglieder der DJK Genheim aus. Der andere ist ihr ehemaliger Jugendtrainer. Genau. Der auch da war bei der Übergabe sozusagen der Urkunde, sage ich mal. Wie ist denn noch ihr Bezug in die Heimat? Wie regelmäßig schafft man es dann doch nochmal vorbeizuschauen? Ja, im Moment ein bisschen öfters, weil einfach Genheim ziemlich zentral liegt. Bin oft in Frankfurt natürlich am Campus, in der Zentrale bei uns und auch sonst sehr viel unterwegs. Und von daher kann es schon sein, dass ich in letzter Zeit ein bisschen öfters in Genheim bin als normal, zumindest auf der Durchreise. Ja. Aber es ist nie genug. Ja. Ja, wir verraten jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mal besser nicht die genaue Adresse, sonst ist es in der Heimat dann geht es nur noch darum, Autogramme zu schreiben. Jetzt hatten Sie es gerade schon angesprochen, Sie sind erst nach Schweinfurt, dann zum Club. Ich würde Ihnen erstmal ein Zitat vorlesen und vielleicht macht das was auf. Mir war es tatsächlich gar nicht bekannt, aber es hat Sie noch sympathischer gemacht sozusagen. Und zwar ist das folgendes Zitat. Ein absoluter Schwalbenkönig, dieser Wück. Ich werde wahnsinnig, wenn uns dieses linke Ding die Meisterschaft kostet. Das hat damals Günter Kutowski gesagt, seines Zeichens Innenverteidiger bei Borussia Dortmund, dem mir als Schalke-Fan natürlich besonders nahestehenden Verein. Nehmen Sie uns doch gerne mal mit in die Geschichte. Was war denn der Auslöser dafür, dass auch heute in Dortmund der Name Wück, glaube ich, hier und da noch ein bisschen kritisch gesehen wird? Das ist immer noch ein großes Ding in Dortmund, ich weiß. Obwohl es eigentlich schon einen Generationenwechsel geben müsste, aber ich glaube, das ist immer noch präsent.
ich sehe es immer noch ein bisschen anders. Ich habe auch mit Kuto Kudrowski danach mal drüber gesprochen, jetzt vor 5, 6 Jahren war das, glaube ich. Es war mein erstes Spiel von Anfang an für den Club. Es war ein Freitagabendspiel. Wir waren auf dem Weg in den UEFA-Pokal, um einen UEFA-Pokalplatz zu spielen in der Bundesliga. Mhm. Die Dortmunder waren, ich glaube, Erster oder Zweiter. Und im Endeffekt, wir haben das Spiel 2-1 gewonnen. Es gab eine strittige Szene, wo der Schiri Elfmeter gepfiffen hat, obwohl die Dortmunder gesagt haben, es hätte keinen Elfmeter geben dürfen oder müssen. Mhm. Ich habe das zweite Tor auch noch gemacht. Das wird häufig nicht mehr erwähnt, sondern es geht nur noch um die Elfmeterszene. Ja, ich glaube, es war damals so eine Zeit, als dann auch noch der Andi Möller kam. Also Schwalben waren damals sehr präsent in den, in den Bundesliga-Stadien. Ja, Andi Möller. Ich weiß, dass mich Kutte erwischt hat. Klar, ich bin dann noch, habe dann noch versucht, in den 16er zu kommen und bin dann erst gefallen, hätte nicht sein müssen. Ich war damals knapp 18. Ja. Jetzt im Nachhinein, dadurch, dass die Dortmunder so für die das Thema immer noch so präsent ist. Es ist ein Punkt, den ich gerne immer ausgrenze, aber ich sehe es nicht so dramatisch, dass ich ihn wegen dieser einen Szene die Welt, die deutsche Meisterschaft gekostet habe. Ja, das ist ganz kurz, das ist nämlich das, was die Dortmunder Fans bis heute reklamieren. Ich glaube, am Ende waren sie punktgleich mit dem VfB Stuttgart. Genau. Ein Punkt, sagen wir, ziehen wir das Elfmeter-Tor ab. Oder sagen, es geht am Ende 1-1 aus, dann hat der BVB einen Punkt mehr und wird Meister. Beschwere ich mich natürlich nicht drüber, dass sie es nicht geworden sind. Deswegen habe ich ja noch ein Tor gemacht, damit das Thema dann erledigt war. Ja, ich habe gelesen, dass, und ich zitiere jetzt, Wückt du Sau immer noch durch das ein oder andere Dortmunder Stadion geistert. Also sie werden von den Dortmundern beleidigt. Ich beleidige am liebsten die Dortmunder als Schalke-Fan, von daher, ich glaube, haben wir am Ende eine ausgleichende Gerechtigkeit und die Dortmunder haben es ja dann das ein oder andere Mal noch hingekriegt. Da sollte ich, glaube ich, als Schalke-Fan mich nicht so weit... Man sieht, dass man über Diskriminierung nicht erst jetzt in unserer Zeit reden muss, sondern dass es damals schon in den 90er Jahren angefangen hat. Ja, wobei das natürlich, da war der Ton in den Stadien ja noch ein bisschen rauer, glaube ich. Ne? Also die Entwicklung ist es zwar immer noch bei weitem nicht genug und es ist immer noch viel zu viel Diskriminierung, gerade rassistische Beleidigung. Leider auch, glaube ich, querbeet durch alle deutschen Stadien, wo man sich teilweise auch wirklich nur schämen kann für das, dass jemand, neben dem man da in der Kurve steht, dann plötzlich sowas raus hat. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, Schalke in Leverkusen damals, hat Leverkusen gewonnen. Das war die Zeit, wo die Altintop-Brüder noch bei Schalke gespielt haben und dementsprechend sind dann da Sachen reingerufen worden und ich stand daneben als 13-, 14-jähriger Junge und dachte mir, oh Gott. Und ich weiß noch, wie der Mann im Stadion zu mir sagte, Junge, das, was du hier hörst, nur auf dem Fußballplatz. Wo ich mir dann auch dachte, mein Papa stand daneben, hat auch nur mit dem Kopf geschüttelt, hat dann natürlich auf mich, hat mir natürlich klar gemacht, dass auch abseits des Fußballplatzes und abseits von Stadien sich das einfach, dass man sowas nicht macht. Aber das kriegen sie wahrscheinlich auch immer mal wieder mit, ne, solche Vorfälle. Gerade als Nationaltrainer. Ja, es ist ein Problem, wo wir uns einfach alle annehmen müssen, wo wir alle dagegen vorgehen müssen, weil wir hatten es jetzt auch bei der Europameisterschaft und bei der Weltmeisterschaft, wo wir im Internet diskriminiert wurden, wo wir rassistisch beleidigt wurden. Und es ist einfach so, dass diese Schimpftiraden, die da im Internet losgetreten werden, von absoluten Idioten losgetreten werden, die nicht, sich nicht mal mehr die Mühe machen, ihre Identität zu verheimlichen. Ja, das auch noch unter Klarnamen zu machen, ist ja wirklich, also mal ganz davon abgesehen, dass es egal ob Synonym oder Klarname, aber wirklich, dass die Hemmschwelle so weit gefallen ist, dass es inzwischen, also dass den Leuten sogar egal ist, dass jeder weiß, wer es gemacht hat, das ist ja wirklich schon. Ja. Und das ist auf der einen Seite sehr erschreckend, auf der anderen Seite, ich habe mir einmal die Mühe gemacht, auf so ein Profil zu klicken. Und wenn man sieht, dass das dann ein Familienvater ist, der seine Frau und sein Kind oben in diesem, auf Facebook, in diesem Bild noch postet, dann tut mir das Kind ehrlich gesagt leid. Ja. Und alles andere tritt dann in den Hintergrund. Ja, kommen wir mal kurz noch zurück zum Sportlichen. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob was dran ist. 92 gab es angeblich Angebote, ausgerechnet von Dortmundern, die sich wahrscheinlich gedacht haben, wenn der hier 2 Buden gegen uns macht, 3 Spieltage vor Schluss, dann verpflichten wir ihn besser, bevor er weiter gegen uns trifft. Bekannte Schalker-Taktik auch, ich sage nur Timo Pukki.
Und der FC Bayern München soll angeklopft haben. Sie waren damals ziemlich jung, 18. Mhm. Warum haben Sie den Schritt nicht gewagt? Waren die Vereine zu groß dann für die persönliche Entwicklung? Oder? Ich glaube, es ist müßig, jetzt sich darüber Gedanken zu machen, warum man den Schritt nicht gegangen ist. Ich bin damals zu einem Ausbildungsverein zum KSC gegangen, weil es eben damals hieß, okay, beim KSC kann ich den nächsten Schritt gehen. Und das Problem war einfach, dass ich beim Club nie verletzt war. Und als ich dann auf einmal beim KSC war, bin ich von einer Verletzung zur anderen gehangen. Ja. Und so ist meine Karriere, meine aktive Fußballerkarriere so ein bisschen ins Stocken geraten. Mhm. Und es ist ja jetzt, ja, man macht jetzt keinen Sinn mehr, sich Gedanken zu machen, was wäre passiert, wenn ich nach Dortmund oder wenn ich nach München gegangen wäre. Beides keine Sympathieträgervereine, für mich die persönlich. Die Möglichkeiten wären da gewesen, es wäre mit Sicherheit eine Riesenerfahrung geworden. Aber im Endeffekt ist es genau so, oder ist meine Karriere so verlaufen, wie sie hat verlaufen sollen. Und ich war 12 Jahre in der Lage, in der ersten und zweiten Bundesliga zu spielen. Bin auch sehr dankbar dafür. Und ich konnte jetzt als Trainer meine ersten Titel gewinnen. Von daher ist dieser Makel, keinen Titel gewonnen zu haben, jetzt im Endeffekt dann auch weg. Ja, das Karriereende war ja dann verletzungsbedingt. Genau. Kniegeschichten, mehrere Meniskusoperationen hat es gegeben. Wie geht man damit um, wenn man plötzlich merkt, okay, das ist jetzt wirklich Schluss? So? War das dann eher positiver Blick in die Zukunft oder ist man dann schon erstmal geschockt, dass man den Traum Fußballprofi nicht weiterleben kann? Also ich habe damals bei Arminia Bielefeld dann aufhören müssen, noch mit einem positiven Erlebnis, weil wir von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen sind und musste dann mit 29 Jahren eben aufhören. Und mit 29 Jahren, Anfang der 2000er Jahre, da war es eigentlich noch so, dass man locker bis 33, 34, 35 noch weiter hätte Fußball spielen können. Ja. Wenn es dann auf einmal so ist, dass der Körper sagt, oder jetzt in meinem Fall das Knie sagt, pass auf, es geht einfach nicht mehr und ohne Schmerzmittel kannst du eh nicht mehr spielen und trainieren, dann sitzt man natürlich schon da und macht sich Gedanken. Und ich hatte dann das Glück, dass ich danach direkt einen Übergang gefunden habe, weiter zu studieren. Ich habe dann den Sportmanager gemacht, habe den Sportfachwirt bei der IHK in Düsseldorf gemacht und konnte so mir ein bisschen Zeit gewinnen, 2, 3, 4 Jahre für dieses Studium, um wirklich dann zu wissen, was möchte ich machen. Und ich wollte auf jeden Fall im Sport bleiben, ich wollte im Fußball bleiben. Ich habe nebenbei, in Anführungsstrichen, meine Trainerscheine gemacht. Das heißt, mein B-Schein und mein A-Schein. Mhm. Und bin dann über einen Zufall zu Rot-Weiß Aalen gekommen und bin dort ein halbes Jahr Co-Trainer gewesen unter Heiko Bonan. Und als er zu Rot-Weiß Essen gegangen ist, bin ich dann in Aalen Cheftrainer geworden. Ja. Und dann gab es eben auch so Meilensteine, in dem ich einen Kevin Großkreuz und einen Marco Reus in der A-Jugend entdeckt hatte. Ich wollte gerade fragen, war das die Zeit, wo die beiden da waren? Oder genau. Ich war mir nicht ganz sicher, ob die einen Ticken später kamen, oder war das genau die Phase? Das war genau die Zeit, wo ich sie in der A-Jugend gesehen habe. Ich habe sie dann direkt hoch zu uns, zu der ersten Mannschaft geholt. Ja. Und mein Kapitän war Danny Thun, der jetzt in Düsseldorf Trainer ist. Und so haben wir es hinbekommen, eine Mannschaft aufzubauen, die von der Mischung her einfach perfekt war. Und wir sind damals dann auch aufgestiegen in die zweite Liga. Meine erste Trainerstation, gleich ein Aufstieg in die zweite Liga. Und von daher hat dann da meine Trainerkarriere im Grunde genommen begonnen. Ja, vielleicht können die Dortmunder dann auch mal ein bisschen umsichtiger sein mit Ihnen, wenn Sie Marco Reus und Kevin Großkreuz entdeckt haben. Also wenn das mal nicht genug ist, um die Dortmunder umzustimmen. Einer von beiden immerhin Weltmeister geworden. Wobei, ich glaube, wahrscheinlich hätte man damals gedacht, dass es eher der andere wird, aber da war dann auch das Thema Verletzung das Problem. Abschließend, bevor wir gleich noch zur Kurvenlyrik kommen, was macht denn mehr Spaß, Spieler sein oder Trainer sein? Boah, das ist schwer. Ich glaube, jedes hat seine Zeit. Und ich war unheimlich gerne Fußballspieler. Ich habe, seit ich denken kann, eigentlich nichts anderes gemacht. Also wenn ich von der Schule nach Hause kam und ich mit den Hausaufgaben fertig war, war ich auf dem Fußballplatz. Ja. Und bis zu den Verletzungen war es einfach mein Lebensinhalt. Und dass ich das jetzt so weiterführen kann als Trainer, auch im Jugendbereich, ist einfach eine Sache, die mich irgendwann mal zu der Aussage hingerissen hat, ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet, weil ich eigentlich immer nur das gemacht habe, was ich gerne mache
Und ich empfinde es nicht als Arbeit, jetzt durch Deutschland zu reisen, Talente zu erkennen, zu sehen, zu fördern, um dann eben bei der Nationalmannschaft irgendwann erfolgreich zu sein. Und von daher, es macht beides unheimlich viel Spaß. Ich glaube, die Zeit als aktiver Fußballer war sehr, sehr schön, aber ich genieße die Zeit jetzt als Trainer genauso. Dann kommen wir noch zur letzten Rubrik, das ist unsere Kurvenlyrik. Ich habe einen Fangesang vorbereitet, den Sie mit Sicherheit schon mal gehört haben. Ich fange mal an und Sie müssten es dann vervollständigen. Also, hat nichts mit BVB zu tun, keine Sorge. Also, die Legende lebt, wenn auch die Zeit vergeht. Unser Club, der bleibt bestehen. Die Legende lebt, wenn auch der Wind sich dreht. Aber ich kann das auf keinen Fall weiterführen. Ich bin unheimlich schlecht im Texte merken. Aber es ist natürlich ein Lied, was unfassbar viel Kraft hat. Ja. Und das Clublied, ich war jetzt erst vor 2-3 Wochen im Stadion, als sie gegen Hansa Rostock gespielt haben. Es ist einfach ein Traditionsverein, der so schnell wie möglich wieder hoch muss in die erste Liga. Weil ich glaube, von solchen Vereinen lebt die ganze Liga. Und das Flair, die Stimmung, es ist was ganz Besonderes, im Frankenstadion zu spielen. Ich kann es nur unterschreiben. Ich würde es dem Club gönnen. Erst recht aufgrund der Fanfreundschaft. Genau. Und den schönen Sondertrikots, die es teilweise gibt, wo die Vereine dann vielleicht irgendwann in der ersten Liga mal wieder drin auflaufen könnten. Aber ich gucke im Moment eher in die andere Richtung, sagen wir mal so. Gut, bevor wir da jetzt zu negativ werden, was die Zukunft angeht, bedanke ich mich recht herzlich für die Zeit. Gerne. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wenn es euch gefallen hat, dann aktiviert doch gerne die Glocke. Die gibt es inzwischen, glaube ich, auch bei Spotify und bei anderen Podcast-Anbietern, Apple Music und Amazon Music und was es da nicht noch alles gibt. Man kann inzwischen auch Podcasts folgen. Das wäre natürlich auch eine sehr gute Idee, wenn ihr das machen würdet. Dann kriegt er immer mit direkt, wenn eine neue Folge Abseitsgespräche kommt. Ansonsten folgt gerne den Meinpost-Kanälen auf Instagram. Auch da gibt es Hinweise, wenn neue Folgen kommen. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik habt, gerne an podcast@meinpost.de eine Mail schreiben oder einfach über Instagram oder so direkt der Meinpost. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen. Tschüss!